Mich selber zu sehen, so, würde ich mich nie richtig daran gewöhnen. Ich weiß nicht, ich finde es. Keine Ahnung. Ich habe auch so viel zu kritisieren an meinem Spiel, wenn ich das so schaue. Ich spiele schon wieder rot davon. Ich habe es wirklich nie mehr geschaut, das ist lustig. Ich bin Gabriel, ich bin 25 und bin Schauspieler. Ja, ich gehe jetzt auf das Set von Nummer 47. Dort haben wir heute etwa durch, was ist es, der 13., 14., 13. Tag hier in Bern. Dort oben auf der Dachterrasse drehen wir den ganzen Tag. Und heute ist eine sehr wichtige Szene gerade als erstes dran, wo ich mich sehr darauf freue, mit der Sophie zusammen. Und ja, hier haben wir auch schon gedreht für die zweite Staffel. Es war anstrengend, so hochlaufen und dann noch reden dabei. Und das etwa 15 Mal. Bei Nummer 47 ist es wirklich so, dadurch, dass man es jetzt schon so lange dreht, hat es immer mehr an Nervosität abgenommen. Man ist schon so klein, man hat schon so klein, wie eine, ja, ähnlich wie ein Adrenalinkick, bevor es losgeht. Also ich gehe jetzt arbeiten, aber ich finde es ja, es ist wie auch schön können zu sagen, dass ich jetzt, also, dass ich jetzt das machen kann und dass das wirklich mein Schaffen ist, sozusagen. Freu mich. Ich freue mich. Ich mag diese Szene. Ich mag diese Szene auch gerne. Es ist witzig, wir bis jetzt hier auf etwa, glaub, allen Dachterrassen. Also wir haben mal hier reingedreht, mal hier hinten. Und hier jetzt das erste Mal, wir erzählen immer die gleiche Dachterrasse. Und niemand merkt es. Also ich spiele bei Nummer 47 Dominik. Und das ist ein junger Rapper, / Informatikstudent, der bis zur zweiten Staffel nicht geoutet ist. Und es, also die zweite Staffel erzählt eigentlich Geschichte, wie er zu seinem Coming-out kommt. Schön, dich zu sehen. Gerne. Vom Open Mic? Ja, ja, dort ein Date gehabt. Stimmt. Also die erste Szene war eine Sexszene. Und es ist eigentlich überraschend einfach gegangen, aber auch weil Johannes, mit dem ich die hatte, einfach super easy damit ist umgegangen und es auch ein closed Set war. Das heisst, es sind wirklich nur ein paar Leute auf dem Set und so. Und tatsächlich war es sogar relativ technisch, das Ganze. Von dem her war es eigentlich nicht so ein grosses Problem. Es ist eigentlich sehr repetitiv, alles. Man kommt die Maske, dann gibt man das Kostüm, wird eingekleidet, geschminkt, die Haare werden gemacht, dann kommt man langsam aufs Set. Die Szenen sind zwar immer anders, aber drei Tage gleichen sich eigentlich recht, finde ich. Wie nah hast du da mit Gang gegangen, Julia? Ich würde sagen, nicht so nah. Oder? Nein, ich hätte es so gesagt, nicht so nah. Von außen betrachtet. Ja. Ja. Aber natürlich, also, ist ja jeder Rolle irgendwie auch Sachen von dir. Also, muss ja. Aber die Rolle ist schon nicht. Also, ich sage, es ist kein typischer Typecast, die Besetzung. So. Und vor allem, als ich das Casting gemacht habe, das war, glaube ich, die grösste Veränderung, hatte ich so lange Haare gehabt. Und dann hat sich Julia geschnitten. Hallo. Ich glaube eben nicht, dass das unbedingt braucht. Also, aber der ist schon noch drin? Oder? Nein. Nicht mehr. Also, und er kommt. Sag, du hast es versprochen. Ich wäre es auch lieber, wenn du. Ah. Ist der noch drin? Ja. Ich wäre es auch lieber, wenn du es nicht wüsstest. Der wird halt plötzlich ja, ruhiger. Genau, der ist halt vor Dynamik jetzt ganz anders. Weil dort war ja wie vorher der Peak gewesen, sozusagen. Es passiert schon, dass auf dem Set noch etwas geändert wird, gestrichen wird. Also jetzt ist es so, dass Manuel hat gesagt, die vier Sätze gestrichen. Also, das ist schon nicht die Norm, aber es passiert durchaus. Und darum ist es auch mega wichtig, dass man wirklich den Verlauf der Szene sehr gut parat hat. Dass man wie nicht anfängt, was ist nach dem Satz gekommen, sondern einfach, dass man auch in die Szene irgendwie kann springen kann. Dann machen wir es drehbereit. Und? Läuft. 4-2 ist die erste. Meine allererste Dreherfahrung war beim Verdingbub. Ich war am Casting für die Hauptrolle. Dann hat es aber Max Hubacher bekommen. Dann haben sie mich schlussendlich angefragt für eine kleine Nebenrolle, so mit 2-3 Sätzen.
Jetzt noch Lichtanpassungen. Und dann habe ich das auch cool gefunden dort auf dem Set. Das hat mir mega gefallen. Und seitdem habe ich auch gewusst, dass ich sicher auch viel Wettbewerb drehen will in Zukunft. Also auf dem Set wartet man allgemein recht viel, weil halt viele Departement zwischendrin müssen, weil Lichtwechsel, Kamera, Objektivwechsel, Proben, hier Stativ, hier noch etwas herhängen. Es zehrt auch an Energie. Vor allem ist es immer wieder so Leisten, Pause, wieder Leisten, Pause. So. Okay, gut, wir gehen wieder auf den Anfang. Gut, wir haben Obi-Wechsel. Hier zwei, drei, drei. Danke, Kat. Die Schwenke ist etwas schwierig. Was ist, wenn. Ich muss mit dir laufen. Ich meine, das ist meine letzte Sache. Es sind lange Tage immer. Also, wenn man in jeder Szene dabei ist, können es sehr lange Tage werden. Es geht ja noch weiter. Wir drehen jetzt um 11, halb 12. Ich finde es auch schön. Auch so, wenn ich keine Ahnung, nach einem Probetag heimkomme oder nach einem Dreitag noch raus in den Garten, ein bisschen Zeug schneiden, jetten, gießen. Das mache ich auch gerne. Und das hat sich jetzt alles so ein bisschen. Ja, alles selber gemacht. Das ist eigentlich, letztes Jahr habe ich so ein bisschen angefangen und dann habe ich vor allem gemerkt, dass ich alles nicht kann. So, wenn es ums Gärtner geht. Und jetzt, dieses Jahr. Das ist, also, glaube ich, nicht stolz auf so Chili-Baum von Samen aufgezogen. Gibt jetzt kommen jetzt die ersten Sachen. Tomaten, Gurken. Also ich lebe in einer Dreier-WG, zusammen auch mit zwei Studentinnen. Also im Moment genieße ich es schon sehr, einfach auch Leute daheim zu haben, die einfach auch am Abend mal auch noch zusammen redest, zusammen kochst, etwas trinkst zusammen. Schon eigentlich im Kindergarten, respektive in der ersten Klasse, haben wir so ein Weihnachtsstück gemacht. Und da war ich der Josef in der ersten Klasse. Und schon dann hat es mir irgendwie mega Spass gemacht, auf der Bühne zu sein. Und es hat sich dann so ein bisschen bei der Steinerschule. Und dort haben wir halt viele Theateraufführungen oder Operaufführungen schon gehabt. Und irgendwie haben mich auch die Lehrer immer irgendwie in die grossen Rollen besetzt, weil sie wie gemerkt haben, dass ich das gerne mache. Und das ist für mich dann wie irgendwie klar gesehen, dass ich das studieren und dass ich die Berufsrichtung gehen will. Ja. Gerade bei so einem intensiven Studium, Schrägstrich Beruf, brauche ich auch schon auch meine Zeit so für mich allein. So etwas mache ich auch gerne, mir etwas kochen, in den Garten setzen, also rausgehen, dort essen in Ruhe für mich. Etwas, was ich am meisten unterschätzt an dem Beruf, ist, dass man sich eigentlich fast ständig mit sich selber mega auseinandersetzen muss. Du musst Sachen aus deinen eigenen Erfahrungen, aus deinen eigenen Erinnerungen haben, die du wie mit denen von der Figur kannst vergleichen kannst. Dass du das wie glaubwürdig oder wie authentisch kannst spielen kannst, weil du ja wie zu ähnlichen Zuständen musst kommen musst oder eben ähnliche Emotionen wie die Figuren. Man neigt dann tendenziell dazu, alles, was man macht und alles, was man gemacht hat, sehr zu reflektieren. Was so auch schwierig ist als Schauspieler, ist halt, dass du oft nicht weißt, wie dein nächstes, übernächstes Jahr aussieht. Man muss sich einfach bewusst sein, dass es viel Arbeit ist, davon zu leben. Ich denke, ich unser Haus. Jetzt, Freund, musst du an deinen Auftrag denken. Also ich probiere für einen Mikrokulturprozent vorsprechen, der nächste Woche ist. Es ist ein Talentförderwettbewerb, der Mikrokulturprozent junge Schauspieler finanziell unterstützt.
So sieh's! Ja? Ah! Sprach er. Grüß dich, mein Diener. Du sollst. Nee, nee, nee. Ja, wie ging die Stimme? So sieh's! Ja? Ah! Man muss Sachen proben. Also, es wird auch sozusagen, sagen wir mal, von ihm verlangt. Das ist so einfach, glaub, selbstdisziplinäres Ding. Weil man. Ja, halt einfach so einen Raum muss nehmen und für sich proben. Und wie niemand hat, der drüber schaut, manchmal. Und dann muss man einfach machen und das üben. Jawohl. Nee, ja, jawohl. Jawohl. Das ist das Ding an so komödiantischer Spielweise. Da muss alles so präzise sein wie möglich. Und das ist noch gerade alles ein bisschen sehr unpräzise, was ich da mache. Jawohl. Jawohl. Nee, ja, letztes Jahr habe ich den Preis gewonnen. Und jetzt kann ich sozusagen nochmal vorsprechen und sozusagen mein Stipendium, das ich von Ihnen bekomme, eventuell ein Jahr zu verlängern. Nochmal. Schlussendlich ist es Teil von diesem Beruf, dass du immer bewertet wirst, was es auch anstrengend macht. Weil Kritik an dem, was du zeigst, heisst automatisch irgendwo durch auch Kritik an dir selber. Und da musst du, glaube ich, schon ein bisschen Haut aufbauen, dass du das nicht alles immer zu persönlich nimmst. Natürlich, mein Tag ist meistens gelaufen, wenn ich Absagen bekomme am Morgen. Dann bin ich für diesen Tag wie. Dann nervt es mich nicht den ganzen Tag und am nächsten Tag versuche ich es wieder besser zu machen. Aber so, es ist schon. Nicht immer einfach, mit Absagen umzugehen. Aber ich glaube, das haben ja. Das ist ja nicht nur in diesem Beruf so, das haben auch andere Berufe an sich, dass man immer wieder Rückschläge erleidet. Elektra! Du willst nicht mit mir fliehen. Ich will nicht fliehen. Ich komme irgendwie dann nicht zu diesem, also dieser erste Teil, zu diesem, welch Schande. Ey, können wir noch mal anfangen? Ja, klar. Cool. Ich komme überhaupt nicht, also ich muss viel höher sein da, das ist ja kacke. Also mein Ziel ist, glaube ich, einfach wirklich davon können zu leben. So, also wirklich das können zu machen und genug Jobs zu haben, um ein schönes Leben noch können zu führen. Aber also, eben wie gesagt, für mich ist es wirklich einfach das Ziel, dass ich viel spielen kann. Dass ich verschiedene Theater und Filme kann spielen, dass ich auch in freien Szenen kann Sachen machen kann. Um einfach die Vielseitigkeit von dem Beruf, die dieser Beruf mit sich bringt, auch auszunutzen und auch zu erfahren. So. Also wir haben noch mal 10 Minuten. Machen wir es noch mal. So, ich habe gerade vorhin mit dem Urs Künzi telefoniert und habe dieses Jahr das Stipendium leider nicht bekommen. Es war aber trotzdem eine sehr tolle Erfahrung. Es sind sehr tolle Leute, die dort in der Jury sind, sehr wichtige Theatermacher. Und ich habe am KTB die Möglichkeit, mit einem, der in der Jury war, zusammen zu arbeiten. Und da freue ich mich schon drauf. Im Moment ist es sehr schade, dass ich das nicht gewonnen habe. Ich hätte es sehr, sehr gerne bekommen. Aber jetzt geht es halt weiterzumachen und voller Fokus auf das Theater.